Applikation der Statistik, die wir bisher gelernt haben. Okay. Das Konzept der Kovarianzmatrix ist bekannt. Und das Konzept der Eigenwerte und Eigenvektoren ist bekannt. Siehe Mathe-Vorlesung vom ersten Semester. Okay? Die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix nennen wir, und das ist wichtig, Hauptkomponenten. Okay? Hauptkomponenten. In Englisch nennt man das Principal Components. Okay? Diese geben die Hauptrichtungen in dem sich die Variabilität der Daten befindet. Und die sogenannte PCA-Analyse, also das nennt man PC, die PCA-Analyse hat viele Anwendungen in der Datenverarbeitung bzw. in der Bildverarbeitung. Okay? Das ist, was wir uns heute angucken. Beispiel 1. Entschuldigung. Bildverarbeitung. PCA. Import NumPy as NP. Import matplotlib as pyplot. As PLT. Von matplotlib.image import imread, okay. Das brauchen wir, um die Images zu lesen. Dann laden wir das Bild, das ich gerade hochgeladen habe. Users, warte. Users have here desktop pitch, nicht pitch, heißt anders. RPG. Okay. Das ist Aufladen vom Bild. Und dann wollen wir auch natürlich Display. Okay, also die Darstellung. Dafür Figure, plt.figure, Fix Size normiert auf 12 und 8 und plt dort im show in Klammer was image raw. Okay, so jetzt haben wir auf einmal das Bild da gestellt. Das Bild ist eine
ist ein farbiges Bild und daher hat drei Elementen, okay, das Bild ist farbig. Das heißt, es hat Daten in drei Kanälen. Rot, Grün und Blau. Vielleicht habt ihr von RGB gehört. Schon mal gehört? RGB? Das sind die drei Kanäle, die man übereinander in jedem Pixel draufstellt, um dann die verschiedenen Farben zu bekommen. Okay? Also an sich das Bild ist eine Matrix an Daten. Okay? Das farbige Bild ist also eine Matrix. Okay? Wir machen zunächst mal eine graue Skalierung. Okay? Damit wir diese Matrix in drei Kanälen nur auf einem Kanal bringen, damit es flach ist. Okay? Image Sum ist gleich Image Row.sum Axis gleich 2. Okay, wir addieren alle Werte Warte, ist das notwendig überhaupt? Das ist die Summe aller Werte, denn Axis 2 ist die Tiefe. Image Black and White ist gleich Image Sum geteilt durch Image Sum.max, Klammer auf, Klammer zu. Und dann machen wir plt.figure. Fix Size gleich das gleiche wie vorhin, 12,8. plt.im Show Image Black White CMAP plt.cm.gray. Wenn ich mich nicht vertippt habe. Figure. Jetzt kommt die Kiste jetzt in Schwarz-Weiß. Was haben wir jetzt gemacht? Ich erkläre es das an dem Blackboard. Okay? In Schwarz-Weiß haben. Dann gucken wir uns die Hauptkomponenten vom Bild. Okay. Die Hauptkomponenten vom Bild, diese beschreiben 100% der Variabilität der Daten. Okay, wir gucken uns, wie die aussehen. PCA. Zunächst mal brauche ich from sklearn.decomposition. Import PCA. Incremental PCA. Klammer auf, Klammer zu. PCA fit
Image Black and White. Okay. Hier machen wir eine Initialisierung vom PCA. Und hier machen wir, hier erfolgt die PCA-Analyse. Okay, Decomposition. Okay. Was wird hier gemacht? Ich mache wieder eine Pause. Mit der kumulativen Variabilität. Die erstellt wird. Und das machen wir so, wenn wir sagen Vakuum gleich NP Cumsum, kumulativ sum, okay, von was? Von PCA, explained variance ratio, mal 100. Ich kann in die Prüfung fragen, wie viele PCs, wie viele Hauptkomponenten erklären in mir 95% der Variabilität von einem Bild. Okay, ich kann sagen, K ist gleich NP dot argmax von Vakuum größer 95. Dann sage ich Print Anzahl Komponenten, die 95% der Variabilität erklären. Doppelpunkt plus str k. Shift Enter. Ja, ich habe einen Tippfehler. So, von den 2500 Dimensionen von Bild, seht ihr ja hier unten, nur 37 erklären 95% der Variabilität. So, ich kann, wie gesagt, Image Compression machen. Damit IPCA ist gleich Incremental PCA Number of Components gleich K, also 37. Image converted oder compressed ist IPCA Punkt Inverse Transform IPCA dot fit Transform Image Black White plt.figure fix size gleich 12,8 plt.imshow image recon cmap plt.cm gray.
verpixelt, ja. Aber anstatt mit 2500 Vektoren beschreiben wir das gleiche Bild von einem Pärchen mit 37 Vektoren. Das ist extrem eine fast krasse Umstellung. Okay? Weniger als 2% von den Daten werden benutzt. Und wir haben trotzdem 95%, das ist doch erkennbar, okay? Wir haben 95% der Variabilität dadurch erklärt. Okay? Ist verständlich? Also von dem Bild, irgendwo gegriffen aus dem Internet, könnt ihr in Schwarz-Weiß darstellen, könnt ihr auch aber in eine Kompression durch den PCAs, um dann dementsprechend sie weiter zu arbeiten. Natürlich kann man die Bilder drehen, ja, bitte. Ich hätte eine Logikfrage, ein bisschen über dem Bild, da war, ich weiß nicht, wie genau, was war irgendwas im Grün, aber weiter drin. Genau, STR, in Klammer K. Ja, genau, wenn ich jetzt sage printen, ich sage Print, Anzahl Komponenten, das ist der Text, den ich möchte, in Klammer. Und dann muss ich ihm sagen, plus String, okay? Also er muss die Zahl K in einem String umwandeln. Ansonsten, wenn ich nur sage K, wird er das nicht machen, glaube ich. Dann wird er meckern. Siehst du? Can only concatenate String. Deshalb muss ich ihm sagen, mach bitte mir einen String aus der Zahl K. Okay? Und dann kommt es wie geleckt. Ist verständlich? Weitere Fragen? Also das ist eine Umsetzung der Hauptkomponenten für Bilder Compression. Okay, dann machen wir Hauptkomponenten von einem Dataset. Okay, das sind Kennzahlen, die Wein beschreiben, okay, die Qualität von Wein beschreiben. Aber das Gleiche gilt für ein Unternehmen mit mehreren Kennzahlen, okay, Finanz, Controlling, Produktion und so weiter. Okay, ist eigentlich egal. Das Thema Hauptkomponenten oder Principal Components ist einer der wichtigsten Themen der, oder anwendungsreichen Themen in der Statistik und gerade für euch als zukünftige Finanz-Controlling-Menschen extrem wichtig. Okay? Kann ich nur euch ermuntern, etwas tiefer reinzugehen. Ich mache hier die üblichen Matplot. Dann das Dataset wird hochgeladen. Dann hole ich mir die Normierung, die wir auch kennen. Z ist gleich x minus Mittelwert geteilt durch die Standardabweichung. Das kennen wir, okay, von der Mathe-Vorlesung. Sklearn Decomposition Import PCA. Okay, das sind unsere
unsere Packages. Dann sage ich wine gleich load wine. Okay, ich lade die der Daten. Okay. Und sage ich, ein Data Frame ist Pandas, Data Frame, Wine Data, Columns gleich Wine Feature Names. Das ist mein Data Frame und dann sage ich Print DF ELOG. Ich erkläre gleich, was das ist. 0.4.head. Okay. Ich habe jetzt einfach nur die ersten vier Elementen von dem Data Frame und nur die erste fünf mit Head, die erste fünf Zeilen. Ich sage df, kommt hier den gesamten Dataset. Ihr seht, ich habe unterschiedliche Weinproben, insgesamt 178 Weinproben und 13 Kennzahlen, die diese Weinproben halt beschreiben. Magnesium, Phenols, Flavonoide, Nicht-Flavonoide und so weiter und so fort. Okay? Einfach nur ein Dataset, die einiges beschreibt. Aber das Gleiche wäre für eine Firma. Okay? Also ich habe unterschiedliche Kennzahlen und unterschiedliche Wochen oder Monate, wo ich diese Kennzahlen aufgenommen habe. Die gleiche Scheiße. Okay? Ich möchte jetzt herausfinden, was sind die Hauptmerkmale vom Wein, Hauptmerkmale von der Firma, okay, das Gleiche, die meine Firma beschreiben. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr seid Werkleiter, hättet ihr nicht Interesse zu wissen von den 100 Millionen Kennzahlen, die ihr habt? Welche sind die wichtigsten? Welche haben einen Haupteinfluss auf eurem Ergebnis? Oder? Das wäre doch geil, oder? Ja, gut, aber wir wissen erstmal, wir sind jetzt unbedarft. Wäre nicht geil, mit ein paar Zeilen Code zu wissen, welche sind die Hauptrichtungen, in denen ich meine Variabilität beschreiben kann. Das machen wir jetzt hier. Okay? An diesem Beispiel. Wir machen es mit Wein, aber die Säulen hätten genauso Kennzahlen von der Firma sein können und die Zeilen hätten halt die Tage oder die Monate oder wie auch immer. Okay? Zunächst mal untersuchen wir die Daten ein bisschen statistisch. Okay? Okay? Und das ist ganz einfach. Bitte schau hier. Print df ilog das heißt ich nehme mir die ersten fünf Kennzahlen, die mich interessieren, und dann sage ich Punkt describe. Okay. I look. Okay. Wenn ich über alles haben will, dann mache ich einfach nur für alle. Okay. Für alle KPIs, schau mal bitte jetzt, mit einer Linie. Mit einer Linie, in weniger von einer Sekunde, habe ich jetzt für jeden KPI, für jede Kennzahl, wie viele Datensätze es gibt, Mittelwert, Standardabweichung, Minimum,
25%, 50%, 75% und Maximum mit einer Linie. Okay? Super geil. Dann, damit die PCA greift, werden wir jetzt die Daten normiert zwischen 0 und 1. Okay, und das ist jetzt relativ einfach mit dem Standard Scaler. Fit Transform DF. Standard Scaler. Mir fällt ein N. Okay. Das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Aber was ich jetzt habe, ist die gleichen Daten, die hier vorhanden waren, allerdings jetzt zwischen 0 und 1. Okay? Ich kann es anders. Ich kann es anders darstellen. Ich kann sagen print df.describe. Ich muss es als Data Frame erstmal darstellen. Warte mal, entschuldige. PD Data Frame. Df, columns. Wine names, dann sage ich PMD describe. Jetzt auf einmal den Mittelwert ist um den 0 herum. Ihr seht hier, dass diese Zahl ist wie ein 0, okay? Und die Standardabweichung ist 1. Das haben wir gemacht mit dem Befehl Standard Scaler Fit Underscore Transform. Okay? Die Daten sind jetzt zwischen 0 und 1 mit Standardabweichung, also mit Mittelwert. Das ist nicht korrekt. Normiert normal mit normal mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1. Okay? Das ist jetzt richtig. Und das für alle Kennzahlen. Fragen? Ja, Minus kann, bei was genau wird Minus angegeben? Weil ich weiß ja, bei String Integer. Das heißt, welcher Minus? Wie, welcher Minus jetzt? Wir hatten ja gesagt, wir haben den Mittelwert als 0 gewertet gehabt. Dann hatten wir eine Abweichung von 1. Das bedeutet, von dem Wert können wir sowohl in die Abweichung im Negativen als auch im Positiven. Warte mal, ich mache kurz eine Pause. Die Daten werden jetzt oder wurden normiert und jetzt machen wir eine mit zwei Hauptkomponenten beschrieben. Okay? Anstatt mit den 13 Dimensionen, 13 Kennzahlen zu messen, wollen wir nur mit zwei Hauptkomponenten. Wie machen wir das? PCA gleich PCA groß geschrieben, N Components gleich 2. Ist wichtig, dass ihr aufpasst, okay, groß und klein geschrieben ist wichtig hier in diesem Kontext. Bitte nicht durcheinander bringen. PCA Modell, PCA Fit, von was? Von meinem Data Frame. Und dann die Transformation, PD.DataFrame
PCA-Modell, Transform DF, Columns gleich PCA 1, PCA 2. Print head. You see it? Die oder print alles besser. Lieber print. Jetzt habe ich alle Wochen beschrieben anhand nur zwei Kennzahlen. PCA 1 und PCA 2 sind einfach lineare, lineare Kombinationen von den ganzen Kennzahlen. Okay? Jetzt, was noch relevanter ist, machen wir eine grafische Darstellung der Daten in zwei Dimensionen, nämlich die Hauptkomponenten. Das ist relativ einfach. Peltero Scatter, das kennen wir schon, würde ich sagen. Data Frame Trans. PCA 1. PCA 2. Alpha 0,8. Also Alpha ist die Transparenz, okay? Und dann machen wir einfach den X-Label. Y-Label. Und PLT-Show. Hier seht ihr die gleichen Daten von 13 Dimensionen und 178 Datensätze, also Weinproben, projiziert auf zwei Dimensionen. Auf die zwei Dimensionen, die am meisten Variabilität beschreiben. Okay? Und jetzt die Frage. Dein Werkleiter kann kommen, du bist ja der Controller, dein Werkleiter kann kommen und fragen, ja, wie viel Variabilität erklärst du mir mit diesen zwei Hauptkomponenten? Gut. Erklärte Variabilität durch die Principal Components ist einfach, haben wir vorhin gemacht, Print, DCA-Modell, explained variance ratio underscore shift enter. Der erste Hauptkomponente beschreibt 36% der Variabilität. Der zweite beschreibt 19,2% der Variabilität. Okay? Das kann man so darstellen, dass der erste PC1 beschreibt 36,2% der Variabilität und der zweite PC2 beschreibt 19,2% der Variabilität. Okay?
Fragen? Eine Übung für euch. Ein User sollte eingeben können, wie viele Hauptkomponenten er oder sie nutzen möchte, um die Daten zu erklären. Bitte lade also die Daten auf Zeile. Vierundzwanzig hoch oder auf? Aufladen, hochladen, hoch und erzeuge einen Input-Befehl, damit der Nutzer die erwünschte Anzahl an PCs eingeben kann. Anschließend bitte, wie viel Variabilität dadurch überschrieben wird, bitte drücke dies in eine Tabelle aus, analog Zeile 39. Okay?